Willkommen zurück hier beim Big Clan. Ich und Gennady sitzen hier heute zusammen mit unserem schönen Lead Desk natürlich. Und wir ranken heute die Orgas ein, die an der TMGL und auch an der TMCL, also Challenger League, teilnehmen. Und ja, ich würde sagen, fangen wir einfach mal an. Also erste Orga hier, ihr seht die Aufnahme ja auch eingeblendet, ist natürlich Big Clan. Gibt es auch einen Grund, warum die als erstes aufgeführt ist? Ja, also der Orga würde sagen, wir müssen confident sein und ja, nehmt es mit Humor. Oder nehmt ernst, wie ihr wollt. Wir sind ganz klarer Fall. Ja. Okay, die nächste Org ist eine weitere deutsche Org aus TMGLC. Das ist BS Platz. Wir wissen leider nicht, wissen wir die Spieler davon? Ich glaube nicht, oder? Oder doch, die wurden announced. Denke mal, ist doch Glast und Snow. Glast und Snow? Glast und Snow. Wir müssen jetzt natürlich bewerten, wie die in Challenger abschneiden, oder? Ja, ich würde mal eher so sagen, so Mittelfeld. Würde ich auch sagen, ja. Also, die sind beide nicht schlecht, aber auch beide jetzt nicht irgendwie so überragend talentiert, sage ich jetzt mal. Ja. Aber kann ja noch werden, man weiß ja nicht. Ich glaube, Klast hat jetzt auch eine längere Pause gehabt. Der hat irgendwie das letzte Mal, glaube ich, Cedar T-Cup gespielt. Ja. Ja, Snow ist eigentlich gut am Grinden, der macht auch viele Lands mit. Das stimmt. Ich würde sagen, so Mittelfeld, vielleicht so B. Ja, ja, für Challenger B. Ich würde sagen, B so. Nicht Favoriten, aber so. Genau, ist aber, auch nicht bad auf jeden Fall. Ja. Genau. Vielleicht überraschen sie auch. Dann haben wir nächste Orga, das ist Orks. Ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung, wer für Orks spielt. Hast du eine Ahnung? Ich weiß es auch nicht. Wer ist denn bei Orks gerade? Ich kenne eigentlich nur noch Orks Angelo. Oder Soldier. Ja, aber der wird wahrscheinlich nicht fahren. Tween ist nicht mehr bei Orks, weil Tween ist ja schon Team. Tween war ja da auch mal. Ja, sonst fährt denn bei Orks, ich weiß halt nicht, die haben halt ein Tech-Team, das ist halt, ich würde halt komplett raus, also. Ich würde es einfach mal als C setzen, weil wir die Fahrer nicht kennen und ja, die Orga jetzt nicht irgendwie so eine Riesen-Orga ist. Ja, aber die sind schon lange dabei. Die unterstützt gut Trackmania auf jeden Fall. Das stimmt, ja. Also, dann haben wir eine TMGL-Org. Genau, eine TMGL-Org und zwar K-Corp, beziehungsweise Kameto-Corp. Für die werden fahren Bren, der schon ein paar Jahre da ist, und ganz frisch dabei Otak. Ja, Bren eher so ein klassischer Spieler, sage ich mal. Also der ist schon ein bisschen länger dabei. Otak ist, glaube ich, gerade mal 18 oder so. Also der ist quasi... 18, 19, aber egal. Ja. Der ist quasi eher der Jüngere. Aber Otak hat auf jeden Fall Bock und so ziemlich jeder weiß, dass Bren ziemlich gut sein kann. Otak hatte ja auch seine Hero-Performance im World Cup. Genau, Otak war im Grand Final. Dritter oder Vierter? Vierter wurde, glaube ich. Ja, ich glaube Vierter, aber ins Grand Final geschafft, war schon strong. Ja. Ja. Ob er das wiederholen kann, keine Ahnung. Also ist für mich schon eigentlich ein relativ gutes Duo. Also auf jeden Fall. Bren war auch bisher immer Playoffs-Kandidat in den letzten zwei, drei Seasons, glaube ich. Und Otak verbessert sich immer weiter, also ja, reicht's für A? Für mich reicht's für A locker, ja. Ja. Ich würde schon sagen A, ja, auf jeden Fall. Okay, na dann. Ich zieh's einfach mal rein. Rein da. Dann haben wir die Orga, ich bin ganz ehrlich, keine Ahnung, du weißt es glaube ich, das ist Homino. Okay. Haben die nicht ihre Fahrer announced? Das war eine eigene Org und die haben sich jetzt mit Zun zusammengetan. Okay. Und ich glaube Link auf jeden Fall. Okay. Und wenn ich mich nicht, vielleicht Wozile, aber ich bin mir nicht sicher. Okay, könnte sein. Link ist glaube ich relativ safe, ja. Dann würde ich sagen B wahrscheinlich. Ich würde auch sagen, A, nicht, weil A denke ich nicht, aber auf jeden Fall wird TMGL in my opinion. B? Ja, B würde ich auch sagen. Ob es noch War dahinter ist, wir kennen ja die Duos nicht zu 100%. Also genau, aber Link ist schon, hat ziemlich viel Erfahrung, war selbst schon TMGL. Ja. Wenn es Wozile ist, der hat es letztes Jahr theoretisch in die TMGL geschafft. Dann ist es schon eines der besseren Duos in der TMGLC auf jeden Fall. Denke ich auch. Ja, dann als nächstes haben wir Sinners. Das ist das Legendary-Duo Kappa und Tween. Mhm. Ja, ich meine, die sind allweit bekannt. Ich glaube, da ist auch so ein bisschen das, ich glaube so die wie nennt man das? Zwischenmenschliche Beziehung. Ja, die ist schon relativ gut, behaupte ich mal. Und wie viel das eine Rolle spielt, wissen wir auch nicht. Wir kennen das Format noch nicht, wir haben es noch nie gespielt. Auf jeden Fall A-Tier. Mindestens, ja. Mindestens, könnte auch S-Tier werden, keine Ahnung. Kommt bei den beiden ein bisschen auf die Maps an, weil sie beide spielen schon sehr lange, kommen halt ursprünglich von Tech und so auf dem ganzen, ja, so den modernen, das moderne Zeug, sag ich mal. Oder wenn es halt richtig weird wird, dann sind sie halt ein bisschen schwächer, aber wenn das so eher so klassische Maps wären,
dann könnten die echt krass sein eigentlich. Ja. Okay, nächste Orga ist Exorti, eine TMGL Sea Org. Die sind auch schon sehr, sehr lange dabei, aber ich habe, wer könnte für die fahren? Vulnera vielleicht? Vulnera, der ist schon sehr, sehr lange dort. Und Panda, ich glaube, Vulnera Panda? Ah ja, Vulnera Panda, ja. Das könnte sein, ja. Klingt aber gut nach einem guten Duo. Eigentlich schon, ja. Die spielen beide schon ziemlich, ziemlich lange. Ich glaube, die kennen sich auch schon eine Weile. Okay. Ich würde, die sind so ein bisschen ähnlich zu Snow und Glast, würde ich sagen. Okay, okay, okay. Also ich würde sagen, einfach straight mit in B und zack. Einfach straight mit B. Eigentlich ist jetzt nur hier Orks in C bisher, weil wir nicht wissen, wer dafür spielt. Und dann behaupte ich mal, wenn man es auch nicht weiß, dann ist halt vielleicht noch nicht die beste Auswahl. Genau, kann aber sein, dass die auf einmal zwei Brecherspieler haben, dann rutschen die auf jeden Fall auch ins B. Das ist richtig. Dann haben wir G1, Gamers One, das ist die neue Orga. Wir wissen natürlich schon, das ist Binks oder Bunks eigentlich wieder ausgesprochen. Spielt mit Gwen zusammen. Das ist natürlich ein sehr interessantes Duo. Ja. Ja, also Binks ist auf jeden Fall jemand, der sehr, sehr krass sein könnte. Wenn, also Binks hat eigentlich immer Bock, muss man sagen. Binks hat immer Bock, aber er performt nicht immer. Das ist immer so eine Sache bei Binks. Und bei Gwen ist es halt. Also, bei Gwen performt eigentlich immer, wenn er Bock hat. Aber er hat halt öfter mal Hausaufgaben. Hat aber auch seine Aussetzer, wenn er nur ja, ist. Das ist richtig, so, ja. Es ist halt, wenn es auch also so das Hero, könnte, Hero das ist so ein richtiges Make-it-or-break-it-Team. Also die könnten theoretisch, wenn die richtig krass sind, also die ganz vorne mitspielen, aber die könnten auch dead last werden. Bunks wird immer ready sein eigentlich. Also kann ich mir nicht vorstellen. Es liegt eigentlich nur an Gwen. Also das ist eigentlich fast eigentlich auch schon S-Tier. Vom Talent her. Ja. Und auch vom Grind her, wenn man Bunks beachtet. Bunks. Ich sage auch immer Binks. Ja, keine Ahnung. Ich würde es in A. Ich würde auch A sagen, einfach weil Gwen. Also Gwen ist momentan so inaktiv. Was heißt inaktiv? Aber er trainiert halt nicht. Man wirklich. Weiß nie. Man Beim weiß World nie. Cup hat er nichts gemacht. Letzte Team die L-Season war ihm auch komplett egal. Seit der T-Cup hat er getryhardet, hat gewonnen. Ist halt immer so eine Sache. Das ist halt die Frage, ob jetzt mit dem neuen Format, ob er da mehr Bock hat oder nicht. Also vom Skill her, wenn man Gwen natürlich damit reinberechnet, würde man es natürlich in S packen. Ja. Bei Bunks ist immer so eine Sache, der wird aber immer besser von Tournament zu Tournament. Kann sein, dass er jetzt ja, alles gelöst hat und einfach nur noch krass wird. Nächstes Team ist Alliance. Und das ist ein relativ interessantes Duo. Wir haben da Mudder, der die letzte Season gewonnen hat, glaube ich. Genau, gegen Karl. World Cup Zweiter. Und nee, oder? Dritter hinter Mime und Karl. Das ist natürlich einer der größten Grinder in diesem Spiel, muss man respektieren. Er hat auch eine richtig gute Work Ethic. Ja. Niemand spielt so viel wie er quasi. Das große Aber, das kann jetzt ein gutes Aber sein oder ein schlechtes, müsst ihr selber wissen oder herausfinden. Er spielt mit Soldier, einem neuen Spieler, der sich qualifiziert hat. Mhm. Und Alliance oder Mudder haben sich dafür entschieden, mit Soldier zusammen zu spielen. Ja. Und bei Soldier ist das so eine Frage. Bisher war er immer etwas langsamer, wie Team GL, wenn man Zeiten verglichen hat und so weiter auch. In Challenger muss man aber sagen, es kann natürlich sein, wenn er jetzt Team GL fährt, dass er dann einen großen Sprung macht. Weil so war es zum Beispiel bei mir genauso. Hier kommt das große Aber, in Team GL muss er mehr grinden. Vielleicht wird auch da mehr gefordert, vielleicht performt er dann noch besser. Vielleicht auch gerade jetzt, weil er halt mit einem der Allerbesten zusammenspielt, dass er da motivierter ist, dass er quasi so mitgezogen wird von Mudder. Oder ist der Druck dann zu hoch? Das kann auch sein. Es kommt halt darauf an, ob er unter dem Druck dann zerbricht oder nicht. Aber also wenn das jetzt, also Mudder ist auf jeden Fall S-Tier. Ja, aber Soldier halt. Aber Soldier halt Soldier ist nicht. Der muss sich halt noch beweisen, sage ich mal. Er hat sich noch nicht bewiesen, das ist schwierig zu sagen. Ja. Also bisher würde ich einfach, ich würde einfach A sagen. Ja, auch. Allein nur wegen Mudder würde ich vielleicht vor Cinders sitzen. Ja, ich würde auch sagen. Mudder ist halt schon echt strong. Aber man muss auch wieder anmerken, bei dem System, das wir jetzt haben, Es bringt halt nichts, wenn nur einer krass ist. Das Team ist nur so gut wie der schlechteste Teil. Wir wissen nicht, wie sich das Ganze auswirkt, ob man da so richtig carrying kann, ob da auch so ein bisschen Synergie auch eine Rolle spielt. Nächste Org, ich habe absolut keine Ahnung, was das ist. Das ist eine weitere französische Org, und zwar Easy Dream, die alte Org von Binks. Das ist der Und früher waren da Binks hauptsächlich als Spieler und da war Coco als Coach, könnte man sagen. Ja, allerdings Coco ist auch selber sehr gut und soweit ich weiß, würde er auch fahren. Glaube ich auch, sehr. Aber wer ist der andere? Keine Ahnung, wahrscheinlich, also ziemlich sicher irgendein anderer Franzose noch, aber. Aber Coco ist schon krass in letzter Zeit. Also ja, der war auch in Meloy, oder? Der war auch in Meloy, der war auch richtig, richtig krass, hat richtig überrascht.
Klar, er war natürlich auch hart trainiert, aber... Ja, trotzdem krass. Dafür, dass er eigentlich Coach ist. Eigentlich Coach ist. Ist für mich auf jeden Fall B. Ich weiß noch nicht, wo ich einbringen würde, weil wir das Line-Up nicht wissen. Es kommt dann wieder drauf an. Wenn das noch jemand Krasses sein könnte, könnten die sogar fast A sein. Ja. Aber so, man weiß es halt nicht. Können aber wir wissen nicht, wie Coco performt in Team GL, High Pressure, also Team GL C. High Pressure, es liegt einiges online. Schwierig zu sagen, aber Coco würde ich schon relativ high raten, ist auch schon lange dabei. Ja. Dann, das ist für dich, glaube ich, mal, oder? Ja, die nächste Org ist Alternate, meine alte Org, die jetzt Team GLC spielen werden, eine von den vier deutschen Orgs dort. Und ich müsste es eigentlich wissen, aber ich bin mir nicht sicher, wen genau die als Spieler haben, weil ich bin nie ganz up to date. Was war denn deine letzte Info? Meine letzte Info war Scandia und Vosile. Aber ich weiß nicht, ob das richtig ist. Und irgendwie Crosshairs vielleicht als Ersatzspieler oder so. Okay. Aber ob sich das jetzt bestätigt, weil ich dachte ja auch irgendwie, Vosile ist bei Zun, also das ist schon mal ein bisschen, keine Ahnung. Interessant. Ja, also ich würde sagen, wir gehen einfach mal von Scandia Vosile aus, weil das ist meine letzte Info. Okay, Vosile spielt zweimal, auch okay? Ja, Vosile spielt, ja, ist gut genug für zweimal. Also, wo würdest du hinpacken? Vosile, wie gesagt, ziemlich strong. Bei Scandia ist halt so eine Sache, weiß nicht, Scandia war ziemlich gut in OGL, glaube ich. Ja, aber in Challenger war er... Ist er überhaupt in Challenger gefahren? Ich glaube ja, er war nicht so. Leute, ihr seht das nicht, wir cutten das raus. Ja, keine Ahnung. Oder vielleicht cutten wir es auch nicht raus, weil es authentisch ist. Ja, also Scandia ist halt auch so eine Sache. Ich kann wirklich überhaupt nicht einschätzen, wie gut der performen wird. Er kommt halt mehr so aus der RPG-Szene, also so Competitive spielt er eigentlich wenig. Ja. Deswegen... In B rein, oder? Aber ich weiß nicht. Ich würde sagen, B aber am Ende. Aber B halt auch nur wegen Vosile, würde ich sagen, weil Vosile halt echt strong ist. Nächstes Team, BDS, ein TMGL-Team. Affi und Orel, wissen wir, glaube ich, ne? Ja. Das ist ein sehr interessantes Duo. Hat auf jeden Fall gute Chemistry. Beide natürlich sprechen Französisch, Affi aber Schweizer. Affi macht das jetzt, glaube ich, Fulltime. Seit diesem Monat, soweit ich das weiß. Okay. Das heißt, der hat richtig Bock. Er hat sowieso richtig Bock, aber jetzt hat er auch Zeit, seinen Bock auszuüben. Ja. Und Aurel ist eher so einer, der ist immer so leise, der ist einfach da. Der spielt mit und dann kommt er. Das ist aber auch überall kommt da. Er meistens Playoffs so. Also ja, aber dann auch nie was Krasses. Irgendwie. Ja, aber dann, ist er einfach nur da. Also. Er ist halt auch mehr so ein consistent Spieler. Also ich würde schon sagen, Affi ist der bessere Spieler im Duo. Ja, auf jeden Fall, on paper, ja. Ja, also A schon. Ja, logisch, A. Die Frage ist nur, wohin bei A? Einfach nur, weil sie sehr gute Chemistry haben werden. Ja, das stimmt. Ich würde sie hier so gleichgestellt mit Brenn und Otak. Brenn und Otak haben für mich ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen mehr Potential, weil Otak richtig viel motiviert ist und Brenn eigentlich immer im Playoffs war. Ja, ja. Ja, da haben wir auch schon das nächste Duo, das ist... Das Brecher-Duo, Solary, muss man dazu noch viel sagen? Aber hinter uns, hinter uns. Hinter uns, ja, das ist wichtig. Aber ja, es ist halt Carl Junior, bester Spieler der Welt, am meisten erreicht und trotzdem noch absolutes Top-Level. Yep. Und dann halt noch Peck, der halt jetzt vielleicht nicht so krass ist wie Carl, aber trotzdem Top 4, würde ich sagen. Also Peak Peck war mal so krass wie Peak Carl. Peck. ja. Aber in den letzten Jahren hat er so ab und zu mal so seine Season gehabt, wo er mega krass war. Ja, er hat halt nicht so viel trainiert, aber war halt trotzdem krass. Ja. Er hat halt immer so ein bisschen vorher angefangen, so ganz entspannt, ein bisschen gegrindet und war halt trotzdem mega strong. Also, wenn er jetzt vielleicht durch den neuen Contract mit, von M&M zu Solary ist halt schon ein Upgrade, muss man halt schon sagen. Eine Orga her auf jeden Fall, ja. Und dann jetzt noch mit Carl, wenn er dadurch jetzt einen ordentlichen Motivationsboost bekommt und dann richtig reingrindet, dann haben die auf jeden Fall die größten Siegeschancen. Das ist das Duo, was jeder sich anschauen wird, gewinnen sie oder verlieren sie. Und eigentlich wird jeder expecten, dass die gewinnen. Ja. Also, kann ich mir die nicht einzigen, vorstellen. Die einzigen, die irgendwie hätten Konkurrenz machen können, wären vielleicht Mada Maim als Duo oder sowas ähnliches. Ja, oder halt wir beiden natürlich. Das sowieso, das habe ich jetzt nicht erwähnt, weil das ist ja da kommt ja auch noch so ein Logo da unten mit so einem Schweinchen. Vielleicht werden die auch ja. Ja, aber das können wir eigentlich auch dann gleich dort unten lassen, oder? Schauen wir mal. Machen wir dann am Ende. Ja, okay. Dann würde ich sagen, gehen wir ATB, Into the Breach. Die zwei Keyboard Abusers. Die Leute wissen, was ich meine. Und wenn nicht, dann informiert euch. Elkon und Maim. Elkon eigentlich Team GLC-Fahrer, aber wurde hochgeholt zu Maim als Teammate.
Sehr interessantes Duo. Meint natürlich Top-Fahrer. Der hat sich im letzten Jahr, sage ich jetzt einfach mal, gesteigert des Todes. Und der gute Hubert, auch ein guter Mate mittlerweile, würde ich sagen, von uns beiden auch, macht sich sehr, sehr gut. Zweiter im World Cup. Und dann hat natürlich das absolute Kontrast dazu. Wir haben den Mini-Mime vielleicht. Ja, ist den Mini-Mime, wirklich so, ja. A.k.a. Elkon. Ja, wir wissen nicht, was wir von Elkon halten sollten. Auf LAN würde ich sagen, wir haben ihn gesehen auf LAN. Arcadia das erste Mal, seine erste LAN. Er war sehr, sehr schnell manchmal, aber dann sobald, wie es gezählt hat, dann ging natürlich Choken los. Und ja, er ist natürlich sehr jung, keine Erfahrung. Aber es war halt auch seine erste LAN. Für die erste LAN war genau, es was für die erste LAN war es eigentlich sehr, sehr gut. Also ich denke mal, das Ganze wird auch online sein. Plus er hat einen Mime, der ihn motivieren wird, denke ich auch. Richtig, also, die beiden verstehen sich auch schon. Die sind auch schon länger zusammen in der Org. Die haben sich auch schon getroffen, zumindest in Arcadia auf jeden Fall. Synergy müsste eigentlich auch ganz gut sein. Ne? Genau, denke ich auch. Ja, Elkon ist halt wirklich immer so eine Sache. Es kann halt funktionieren. Elkon ist so jemand, der fährt wirklich gefühlt alles mit. Er hat noch nicht so viel Erfahrung mit LANs, mit den ganz großen Events, aber so kleinere Events ist er mehr als dabei. Von daher, wohin? Also Mime S. Mime auf jeden Fall und S. Elkon kann S werden, vielleicht im einen Jahr, vielleicht sogar schon dieses Jahr. Möglich. Upcoming Season. Also ist halt so zwischen. Kann aber auch S A, B oder C sein manchmal. Ja. So ein bisschen früher wie ich, würde ich mal behaupten. Ich würde schon noch sagen A, aber... Ja, logisch werden sie A werden. Ähnlich wie bei Gwen und Bings, Potenzial zu S. Ja, wenn sie das halt ist so schwierig zu sagen. Das wäre ein bisschen unfair, wenn man Brenn und Ota hinter Mime und Elkon. Aber Mime ist halt schon krasser Mime als... Ich würde schon halt sagen durch. Dahin. Ja, ich würde schon sagen dahin. Ja, dahin? Ja. Okay, dann machen wir das mal dahin. Okay, nächste Org ist eine weitere deutsche Org von Challenger und zwar Sprout mit Dexter und Scrappy. Team No Train, wie ich immer gerne sage. Ja, das ist immer Biggest Copium. Also ich sage jetzt mal nichts. Soll ich was dazu sagen? Ich sag mal was dazu. Also unser lieber Scrappy sagt ja immer gerne, er hat keine Zeit und so weiter. Aber eigentlich trainiert er immer richtig hart. Aber halt, ja, mit seinem Stream noch und so, vielleicht vernachlässigt er es dann manchmal auch oder er kann die Pressure nicht halten, wie auch immer. Aber wenn er einen guten Tag hat, Scrappy ist einer der besten Spieler der Welt mit. Ja, auf jeden Fall. Die Frage ist, wie viel wird er trainieren, wie viel Lust hat er und wie ist sein Mental Game? Sein Mental Game ist, ich behaupte mal, er ist der schwächste Spieler von allen, mentally. Muss man wahrscheinlich sagen. Muss man einfach mal so sagen, ich glaube, die meisten kennen die Stories dazu. Wenn nicht, fragt eure Kollegen. Hat aber das größte Potenzial, muss genau, man sagen. Das auf jeden Fall. Challenger. Also. Ist natürlich aber nie nur von Scrappy abhängig, denn wir haben noch den guten alten Dexter. Dexter war mal in guter TMGL. Genau, der war in TMGL in der Beta-Season in 2019. Das heißt, ganz am Anfang hat er sich qualifiziert über so einen National Qualifier. Ja. Das heißt, er war TMGL sogar noch vor dir. Ich sag nicht warum, aber ja. Das brauchen wir nicht zu diskutieren. Ja, das ist eine andere Story. Aber Dexter ist dann direkt in der Beta-Season dann rausgeflogen. Ich weiß gar nicht mehr warum. Ich liebe Nadeo. Dexter hat eigentlich echt wenige Tournaments gefahren in der letzten Zeit. Er ist halt früher ist er sehr viel gefahren, vor allem ja. Tech. Ja. Mittlerweile, gut, er fährt viel Cup of the Day und so weiter. Aber das ist eigentlich so ein Duo, man kann es mit einem TMGL-Duo vergleichen wie Mime und Mime und Elkon. Aber halt diesmal ist es Scrappy und Dexter. Nur vielleicht ein bisschen schlechter natürlich, muss man einfach mal so sagen. Ja. Deswegen würde ich sie trotzdem, vorne hinpacken. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich würde auch sagen. Also aber das meiste Potenzial. Aber es kann auch nach hinten losgehen bei den beiden. Ja, es ist halt wirklich auch so ein bisschen make it or break it. Also wenn sie beide komplett full grinden, dann könnte es richtig gut werden. Aber wenn sie beide eher so auf No-Train machen, dann schwierig. Aber müssen wir mal sehen. Aber wie gesagt, größtes Potenzial, von daher möglich auf jeden Fall. So, dann haben wir die letzte Orga. Ich glaube, das haben die mit Absicht gemacht hier in der Production. Ich auch, ja. Ansatz erstes Big und am Ende Team Schweine-Aim. Mit unseren Landskollegen, Ratchet und Barbus, die zwei Deutschen. Ja, die Frage ist, wo ranken wir die denn ein? Möchtest du was dazu sagen? Ich lasse dir mal einen Vortritt. Es ist schwierig. Ich würde sagen, ich fange mal bei Barbos an, weil bei dem ist es vielleicht noch ein bisschen einfacher einzuschätzen als bei Ratchet, würde ich jetzt mal behaupten.
Ja, Barbos fährt schon ziemlich lange, muss man sagen. Und er war immer eher so ein bisschen ein Tech-Andy, aber in den letzten Jahren, oder im letzten Jahr eher, ja, ist er sehr viel besser geworden, vor allem auch durch Cup of the Days auf, klar, so ziemlich allen Surfaces. Und mittlerweile kann er wirklich alles fahren und auch ziemlich, ziemlich gut. Sieht man im Cup of the Day. Hat ja man bei Arcadia teilweise gesehen, da hat er ein bisschen rumgechoked, ja, aber ja. Also Potenzial ist bei Barbos auf jeden Fall da, aber könnte halt auch so ein bisschen schief gehen. Aber ich würde sagen, Barbos ist das, das klingt böse, wenn ich sage, das geringere Problem vom Team. Aber ja, bei Ratchet bin ich mir wirklich nicht sicher. Ratchet und zwar ist, warum? Ja, Ratchet ist so einer, der trollt sehr gerne viel. Richtig, auch in Chats. Ja, auch in Chats, ja. Aber er ist super sympathischer Typ und ich glaube, das kann auch mithelfen. Vor allem bei Barbos, Barbos und Ratchet, die Synergie können, glaube ich, richtig, richtig gut auf werden. Auf jeden Fall. Und ich behaupte mal, hier der TSA-Leader hat ihn nicht so for fun gewählt. Also Ratchet ist auch einer der besseren Deutschen. Auf jeden Fall, ja. Ich glaube, ihr habt mal mit German Trackmania Cup gesehen. Ja, da ist aber total random. Also manchmal ist das richtig krass auf Mixed Maps oder Tech Maps. Vor allem auf Tech Maps sind beide krass natürlich. Mhm. Bei Mixed Maps ist Ratchet auch sehr, sehr gut dabei. Der kann einfach mal einer der Besten sein, aber auch einer der Schlechtesten. Deswegen ist es auch so ein bisschen Make-or-Break-It-Spieler, behaupte ich jetzt mal. Aber was du gesagt hast, dass er auf, also ich würde halt, bei Ratchet ist so ein bisschen ähnlich wie Tween und Kappa. Er ist halt auf den normalen Maps, je normaler die Maps sind, desto stronger ist er. Ja. Aber wenn wir jetzt so eine Stellar-Team-Map, sage ich mal, haben, also richtig weirdes Zeug, dann sehe ich Ratchet da aktuell jedenfalls. Wir kennen ja die Maps noch nicht. Wir discovern die aktuell, also gerade machen, in 3 Stunden oder so. Deswegen wissen wir noch nicht, wie die sein werden. Aber wenn es verrückte und weirde Maps sind und du da richtig krankes Zeug machen musst, dann sehe ich Ratchet da nicht so sehr, muss ich sagen. Ja. Ich würde trotzdem sagen, skillmäßig hier trotzdem einer der besseren Duos. Ja, aber jetzt nicht ganz vorne. Ich würde es so in der Mitte, genau, einordnen. Also ich würde es so in der Mitte in der TMG LC einordnen. Mhm. Aber wir sind natürlich Ehrenmänner und das ist ganz klar. Die sind natürlich jetzt. Ja, das machen wir nicht, damit unser Caster sauer auf uns ist. Das machen wir aus freien Zügen. Also das war gerade nicht auf. Also ich habe da jetzt nicht gerade hier jemanden stehen, der auf mich irgendwie zielt mit seinem Schweine-Aim. Das ist natürlich es. Ja, das war's dann, glaube ich, auch schon. Wir haben die Tierlist completed. Wenn ich ehrlich bin, sieht hier Orks ein bisschen in C ein bisschen unfair aus. Aber es liegt halt einfach nur daran, dass es das einzige Team ist, wo wir wirklich nicht einen Spieler kennen. Ja. Also wir haben wirklich komplett clueless. Keine Ahnung, wer das sein könnte. So Leute, das war jetzt unsere Tierlist über die TMGLC und TMGLC-Teams. Natürlich war das bloß unsere Meinung und wenn ihr natürlich eine andere Meinung habt, dann guckt mal unten in die Beschreibung rein, dann da findet ihr den Link zu der Tierlist. Also macht einfach mal selber eure Tierlist und schreibt uns in die Kommentare, ob die groß anders aussieht, ob ihr das gleiche habt wie wir. Keine Ahnung, würde uns auf jeden Fall interessieren. Und ja, wir hoffen natürlich, es hat euch gefallen. Wie immer, schreibt natürlich was in die Kommentare, gebt dem Video einen Daumen nach oben und aktiviert die Glocke. Genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.